Komme in die Stellung des Kindes. Balasana. Deine Stirn liegt am Boden auf. Dein Oberkörper ruht auf deinen Oberschenkeln. Hände berühren sanft die Füße. Genieße die Dehnung im unteren Rücken. Und spüre deinen Atem auf deinen Oberschenkeln. Strecke mit der Einatmung deine Arme nach vorne. Hebe den Kopf. Stelle die Zehen auf. Und drücke mit der Ausatmung dein Steißbein zum Himmel in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Mittelfinger drücken kräftig in die Matte, Fersen ziehen zum Boden. Fühle die gesamte Länge vom Steißbein bis zu deinen Fingerspitzen. Gleite mit der nächsten Ausatmung nach vorne in die schiefe Ebene, Chaturanga Dandasana. Spüre die Kraft in deinen Armen. Dein Körper bildet von Kopf bis zu den Füßen eine Gerade. Öffne dich mit der nächsten Einatmung zu deiner rechten Seite und strecke deine rechten Fingerspitzen zum Himmel. Linker Fuß liegt seitlich, rechter Fuß drückt kräftig in den Mattenboden. Dein ganzer Körper bleibt unter Spannung. Komme mit der Ausatmung zurück zur Mitte und genieße ein paar tiefe Atemzüge in Chaturanga Dandasana. Die schiefe Ebene stärkt die Arm-, Bein-, Rückenmuskulatur und Willenskraft. Auch kann sie dich unterstützen, dich von alten Gewohnheiten zu lösen. Einatmen, öffne dich nun zur linken Seite. Spüre deine Kraft von deinen linken Fingerspitzen bis zu deiner rechten Hand. Rechter Fuß liegt seitlich, linker Fuß drückt kräftig in den Mattenboden. Ausatmen, zurück in Chaturanga Dandasana. Spüre die Kraft in dir. Drücke dich mit der nächsten Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. Arme sind gestreckt, Fersen ziehen Richtung Boden. Fühle die tiefe, angenehme Atmung in deinem Körper. Kopf, Kiefer und Nacken sind völlig entspannt. Lasse mit der nächsten Ausatmung die Knie zum Boden gleiten und komme in Balasana. Halte die Arme erst noch gestreckt und lege die Hände dann zu deinen Füßen. Spüre deinen Herzschlag und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Steißbein.